In ganz Deutschland richtete Sturmtief Niklas schwere Schäden an. Auch hier am Düsseldorfer Flughafen sorgte der Orkan für äußerst erschwerte Bedingungen. Starke Seitenwinde ließen die Flugzeuge zum Teil erst im zweiten Versuch zum Boden zurückkehren. Windgeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern verlangten den Piloten ihr ganzes Können ab. Auch wenn die Flugzeuge heftig durchgeschüttelt wurden, sicher gelandet sind sie alle.